When the VIX is high, it's time to buy. When it's low, it's time to go. Also wenn die Volatilität hoch ist, dann sollte man kaufen. Wenn sie niedrig ist, sollte man eher verkaufen. Diese alte Börsenweisheit schauen wir uns heute mal an. Wir beschäftigen uns mit Begriffen wie Delta Hedging, Gamma Squeeze. Wir schauen, was die Market Maker in der aktuellen Situation in der Nasdaq und auch an anderen Märkten gemacht haben. Und wir schauen uns auch mal das historische Verhalten von Volatilität insbesondere vor Wahlen an. Denn wir haben zwei wichtige Termine, nicht nur den 3. November als Präsidentschaftswahltermin, sondern auch deutlich dichter den 18. September, also den Freitag in zwei Wochen, wo eben der große Optionsverfall ist und wo man eben aktuell auch merkt, dass hier sich einiges an Optionsinteresse aufgestaut hat. Bis Mittwoch hatten wir noch ein 99% Perzentil, das Call-Option im Verhältnis zur Put-Option gewichtet hat. Also eine unschöne Situation am Markt, wo wir ein absolut gestretchtes Verhalten von Call-Anlegern hatten im Verhältnis zu Puts. Das hat sich in den nächsten beiden Tagen dann aufgelöst. Donnerstag und Freitag ging es ja massiv runter. Am Freitag hatten wir schon ein kleines Reversal. Und deswegen ist es spannend, den Optionsmarkt zu verstehen. Wir werden uns die historische Volatilität anschauen, die implizite Volatilität. Und wir werden eben auch darüber sprechen, wie Market Maker solche Bewegungen erzeugen können und warum eben hier so ein klassischer Gamma-Squeeze auch nichts Ungewöhnliches ist und was das für die Märkte in den nächsten Tagen, insbesondere vor dem Verfall am 18. September und auch dann eben vor den Wahlen bedeutet. Mein Name ist André Stagge und ich freue mich, dieses Video hier exklusiv für Finanzmarktwelt produzieren zu dürfen. Ich habe 11 Jahre lang Fonds gemanagt, 2,5 Milliarden verwaltet und über 500 Millionen an Gewinn nach Kosten für meine Kunden erzielt. Und Börse ist ein spannendes Phänomen, was man lernen kann, und diese Verhalten, die man an der Börse sieht, wiederholen sich ein Stück weit, und es ist gut, ein bisschen tiefer reinzugehen, sich die Dinge anzuschauen, die eben nicht unbedingt in der Zeitung stehen, sondern die die Märkte hier wirklich treiben. Was wir sehen ist, die Nasdaq, die eben hier diese wunderbare fulminante Hosse aufgebaut hat, nach diesem Short Squeeze, den wir nach der Pandemie hatten oder nach dem Pandemie-Crash vielmehr, ist der Markt ja extrem und weit nach oben gelaufen. Und gerade durch die Call-Option ist dieser Trend sehr stark befeuert worden. Und hier in den letzten Tagen und Wochen gab es diesen klassischen Squeeze. Was passiert da? Wenn ich sage, 99% der gehandelten Optionen sind Call-Optionen gewesen, was natürlich sehr ungewöhnlich ist. Und diese Call-Optionen wurden hauptsächlich von Lieschen Müller und Karl Norbert gekauft, also von Retail-Investoren über die Robin Hooder und Co., die plötzlich entdeckt haben, dass sie gar nicht mehr arbeiten müssen, weil sie ja eh gerade arbeitslos sind in Amerika, und über den Optionsmarkt, über Robinhood und andere extrem schnell reich werden können. Das haben sie genutzt, haben dann angefangen, hier in dieser Phase Call-Optionen zu kaufen und haben natürlich massive Buchgewinne und werden irgendwann auch gierig, und sie führen eben zu diesem klassischen Gamma-Squeeze. Was bedeutet das? Der Optionsmarkt ist ja deutlich größer von der Anzahl der Titel als zum Beispiel der Aktienmarkt. Global gibt es ungefähr 60.000 Aktien. Die großen spannenden Werte, die eben auch durch die Fondshäuser gekauft werden, beschränken sich auf ca. 5.000 Titel. Und bei diesen 5.000 Titeln gibt es in der Regel auch Optionen. Und pro Aktie gibt es jetzt nicht nur eine Option, sondern es sind 10, 100 oder teilweise bei den sehr liquiden Aktien wie den Fangwerten weit über 1.000 Optionen. Wichtig auch, wir reden ja nicht von Optionsscheinen, was eben Inhaberschuldverschreibungen sind, sondern wir reden von börsengehandelten Optionen, was eben bedeutet, dass hier eine Börse auch als Clearing-Partner dasteht und sich am Ende auch über die Marge und den Margencall Gedanken macht. Und von diesen Aktien gibt es jetzt vielleicht tausende von Optionen mit unterschiedlichen Laufzeiten, mit unterschiedlichen Strikes. Und wenn man eben da in diesem Business ist, weiß man auch, wenn man Market Maker ist und Lieschen Müller jetzt die Call-Option kauft, bist du als Market Maker von der Börse verpflichtet, diese Call-Option zu verkaufen. Du hast natürlich der Spread, den du als Market Maker auch verdienen kannst. Als Market Maker bist du ja Transaktionspartner, der im Skonto am liebsten eine Kaufoption direkt mit einer Verkaufoption matcht und dadurch risikofrei den Spread verdient. Das kann bei Aktien mal klappen, ist aber gerade bei Optionen super selten. Das bedeutet also, die Market Maker müssen sich hier hedgen. Sie finden momentan einfach keine Leute, zumindest bis zum Mittwoch, die am Optionsmarkt entsprechend auch Optionen verkaufen. Also geht Lieschen Müller immer mehr Call Long und in diese Bewegung rein, wo es nach oben geht, hast du dieses Problem, dass du dich hedgen musst. Das nennt sich Delta Hedging. Delta Hedging bedeutet also, dass du hier in deinem Buch, was du hast, einfach deine Position absichern musst, denn wenn Lieschen Müller Call Long ist, bist du logischerweise als Market Maker Call Short. Bedeutet also, du musst Call Short absichern, heißt, du musst erstmal über das Delta Hedging Aktien kaufen,
muss also selber in dem Markt dich engagieren. Problem ist nur, wenn Lieschen Müller recht hat und hier so eine Art exponentieller Anstieg passiert, dann ist deine Aktie im Hedge immer weniger wert, weil ihr Call beschleunigt an Wert. Das ist eben eine Fallgeschwindigkeit, die sich erhöht. Der Call wird quasi exponentiell ansteigen an Wert. Dazu kommt eben auch noch die steigende Volatilität, die eben hier auch den Wert nochmal nach oben nimmt, zumindest auch durch die implizite Volatilität. Das ist nicht nur historisch, sondern auch durch das, was eingepreist wird. Und dadurch wird dieser Call-Optionsschein, den Lieschen Müller Long ist, für dich als Market Maker immer teurer. Und als Market Maker willst du diesen Spread verdienen, die Differenz zwischen Geld und Briefsparen, und du willst eben keine Outright Position im Buch haben. Also musst du Delta Hedging betreiben, du musst selber die Aktien kaufen und führst damit dazu, dass Lieschen Müller sogar noch weitere Gewinne macht. Bedeutet also, wenn jetzt die Aktie weiter steigt, dann wird das Gamma für dich auch interessant. Das ist nach Black's Goals die zweite Ableitung. Also Delta ist die erste und Gamma dann die zweite, wo du eben plötzlich in diesen Gamma-Squeeze reinkommst, wo du also deine Hedge-Position prozyklisch weiter ausbauen musst, weil eben hier so ein exponentieller Anstieg kommt. Und irgendwann ist es dann an den Optionsmärkten, wie es immer ist, es kippt, dann kommt die Psychologie ins Spiel und plötzlich fangen die Aktien an zu fallen, was eben bedeutet, dass dieses Momentum, was sich aufgebaut hat, und Momentum war ja das große Thema in den Märkten, insbesondere in den Fangaktien, dass das kippt. Wir haben hier den Momentum-Crash. Vom Crash können wir nach zwei negativen Tagen ja nicht reden, obwohl das ja auch hier in den letzten Monaten seit März die stärkste und schnellste Abwärtsbewegung war. Aber wenn das dann der Fall ist, dann drehen sich eben auch die Interessen an den Optionsmärkten, weil das, was du vorher aufgebaut hast, musst du eben als Market Maker hier sofort absichern. Und wenn Lieschen Müller ihre Call-Option verkauft, was sie in der Regel nicht machen wird, dann ist sie eben entsprechend auch hier gezwungen, plötzlich vielleicht sogar einen Verlust zu erleiden, obwohl die Position dann eben hier prozyklisch schon 200-300% im Gewinn war, weil dann eben entsprechend hier der Call-Wert auch fällt, weil der Strike einfach weiter weggeht zum Kurs, weil der Kurs einfach fällt. Also das nochmal ganz kurz zu Delta Hedging, Gamma Squeeze und Market Maker. Wie gesagt, das sind Institutionelle, die hier den Markt auch kaufen mussten, solange wie du in diesem Squeeze warst. Jetzt ist eine neue Stationarität. Einfach dadurch, dass der Markt jetzt deutlich gefallen ist, konnte sich jeder Market Maker hedgen. Alle Positionen, die sich hier in diesem Squeeze aufgebaut haben, sind jetzt bereinigt. Bedeutet also, dass solche langen Anstiegsphasen sehr ungewöhnlich sind nach diesen Abverkäufen. Heißt auch, dass Volatilität uns weiter erhalten bleibt. Schauen wir uns gleich im Detail nochmal an. Man spricht hier auch von Autokorrelation der Volatilität. Bedeutet im Fachchinesisch, Renditen von gestern, also ob die Märkte gefallen sind, sagt wenig über Renditen von morgen. Volatilität, die gestern hoch war, ist heute tendenziell auch hoch, weil wir eben diese klassische Autokorrelation haben. Freitag war ja auch der Weekly-Verfall, das haben wir eben auch gesehen in diesem Intraday-Reversal. Wie gesagt, am 18. September ist der große Optionsverfall, wo nicht Optionen auf Aktien, Optionen auf Indizes, sondern eben auch hier am dritten Freitag im Quartal, viermal im Jahr insgesamt, der große Hexensabbat ist. Also auch die Futures entsprechend auf die großen Indizes verfallen. Nicht nur auf die Nasdaq und den S&P, sondern auf alle Aktienmärkte, was eben hier auch eine gewisse Volatilität erzeugt. Spannend dabei auch, der Verfall wird durch die Institutionellen circa 1 bis 2 Wochen vorher vollzogen, aber trotzdem führt dieses sehr gestretchte Verhalten im Optionsmarkt wahrscheinlich dann auch zu einem Ansteigen der Volatilität. Bevor wir uns jetzt den VIX kurz anschauen, schauen wir uns hier nochmal die klassischen historischen Maße für die Volatilität an. Schauen wir uns mal zwei Indikatoren an. Einmal die Average True Range. Die gibt also hier den Tagesverlauf in Punkten an und gibt damit ein ganz gutes Verhältnis, ob der Markt gerade eben eher gestretched ist oder eben eher stabil handelt. Und wir schauen uns auch mal die historische Volatilität an, also hier die gemessene Volatilität. Und ich will einfach nur den Bezug zeigen zu dem großen Pandemie-Crash. Da ist eigentlich noch nicht so viel passiert. Ja, wir sind hier entsprechend in der ATR, also in dieser Average True Range, die letzten 2 Tage natürlich nach oben gelaufen. Aber wenn wir uns das hier in den Standardeinstellungen angucken, dann sehen wir auch, es ist nicht besonders viel passiert. Ähnliches auch in der historischen Vola, also in der berechneten Vola, in der rein historischen Vola, da sehen wir auch, da ist im Verhältnis zu dem, was hier in diesem Zwischencrash auch mal war im Juni, eigentlich nicht viel passiert, obwohl natürlich hier die Punktebewegung größer waren und wir hatten ja auch von einem Top den größten Abverkauf aller Zeiten. Das hatten wir damals in der Pandemie-Crash-Situation auch. Und natürlich kann man hier nervös werden und sollte ein Auge drauf haben, aber rein historisch gesehen ist noch nicht so viel passiert. Also die gemessene Volatilität anhand der Historie, an der wir uns im Fondsmanagement immer gern orientieren, da ist noch nicht so viel passiert. Schauen wir uns das jetzt mal an für die implizite Volatilität, die eben hier über den VIX, den ihr wahrscheinlich kennt, diesen Volatility Index, der eben 30 Tage implizite Vola angibt. Schauen wir uns das in dem Bereich mal an und da sieht man schon, da ist der Anstieg schon deutlich größer.
Der Eingang vom Video war ja, wenn die Volatilität hoch ist, sollst du tendenziell Aktien kaufen. Das hätte hier im März ganz gut funktioniert. Wenn sie niedrig ist, sollst du sie verkaufen. Dann hättest du hier die letzte Handelswoche definitiv verpasst. Nach oben wie nach unten. Aber man sieht sehr schön, dass die Volatilität hier schon deutlich angestiegen ist. Wir hier auch so eine Art Boden gebildet haben. Das könnte eben hier auch wirklich so ein richtig schöner Boden sein. Hier jetzt den Ausbruch nach oben probiert haben, der am Freitag auch ein Stück weit kaschiert wurde. Also auch Intraday ist hier sehr, sehr viel passiert im WIX. Also man sieht, wir sind hier in Ständen, wenn wir uns das absolut mal angucken, von 25 Vola-Punkten hoch auf 38, was wirklich eine Bewegung ist, stehen momentan bei 30. Und man sagt so als Daumenregel, als Rule of Thumb, Volatilität über 30 ist eher gefährlich für den Aktienmarkt. Und mit diesem Leitspruch, wenn die Volatilität hoch ist, der ist nicht ausführlich genug, dann sollte man nicht automatisch Aktien kaufen. Hätte zwar hier am Freitag ganz gut funktioniert, sondern die Idee ist, wenn die Volatilität hoch ist und eben zurückkommt. Denn Aktienmärkte steigen tendenziell mit fallender Volatilität und Aktienmärkte fallen mit steigender Volatilität. Also hier sieht man, hier ist eine Menge passiert und wir schauen uns das gleich auch nochmal an. Ich vermute, dass die Volatilität bis zum 18. September, aber wahrscheinlich auch darüber hinaus bis zur US-Wahl deutlich erhöht bleibt. Das bedeutet nicht, dass Aktienmärkte nicht auch steigen können. Am Dienstag haben wir wahrscheinlich auch diesen Turnaround Tuesday, den ich als Portfolio-Manager auch immer gerne genutzt habe. Sondern das heißt vielmehr, dass man hier ein bisschen aufpassen sollte und eben die Marktgegebenheiten auch beachten kann. Wir schauen uns das gleich nochmal an. Aber die Idee ist, dass wir eben jetzt einfach ein anderes Volatilitätsregime haben. Und in den letzten 3 Monaten sieht man das auch sehr schön. Nach dem großen Corona-Crash ist die Vola extrem wieder zurückgegangen, auch wegen den Maßnahmen der Zentralbanken und natürlich auch der Politik. Aber hier seit Mitte August ist eben dieser Anstieg da. Und ich glaube nicht, dass wir in dieses alte Territorium zurückgehen. Ich glaube schon, dass wir permanent hier im Bereich von 30 oder wenn der Markt fällt, wahrscheinlich sogar 40 oder 50 in die Volatilität wieder gehen. Das kann eben Put-Strategien auch spannend machen, nicht die zu kaufen, sondern eher die hier mal auf die Short-Seite zu nehmen, wenn man eben am Markt sich long orientiert oder eben wenn man sagt, na, der Markt ist zu hoch und vor der Wahl möchte ich mein Depot absichern, könnten eben auch verkaufte Calls jetzt wieder spannend sein, weil eben dieser Gamma-Squeeze jetzt durch den Einbruch am Donnerstag und Freitag vorbei ist. Die Market Maker müssen da also den Markt nicht mehr nach oben squeezen. Sie müssen das Delta nicht mehr so stark absichern. Sie haben jetzt etwas Luft, denn jeder, der sich hedgen wollte, der konnte das definitiv die letzten beiden Tage tun. Und das haben wir ja auch am Freitag entsprechend mit diesem Intraday-Reversal gesehen. Leute, die im VXX investiert sind, also in diesem ETF auf Vola, haben natürlich auch einiges mal an Federn lassen müssen, nachdem sie natürlich vorher hier in dieser Zeit auch sehr viel Gewinn gemacht haben. Und schauen wir uns das mal an, wie diese Term Structure ist. Also hier mal eine klassische Seite, die man sich da anschaut von VIX Central. Da sieht man eben sehr schön hier der aktuelle Kontrakt. Hier sind jetzt 9 Futures mal aufgelistet. Der aktuelle Kontrakt handelt eben bei 29,85 im VIX Index. Aber der nächste Kontrakt, und das ist eben auch der, der jetzt direkt vor den Wahlen verfällt, das ist eben der Kontrakt, der hier bei 36 handelt, also in der impliziten Volatilität deutlich höher handelt. Auch nach den Wahlen sind wir noch bei 33,85. Also man sieht hier diesen schönen Buckel. Und die langfristigen Volatilitäten gehen dann eher auch wieder zum historischen Durchschnitt, der in den letzten Jahren auch relativ niedrig war, um die 23, 24, der jetzt mit der Pandemie ein bisschen angestiegen ist. Aber das ist die klassische Idee einer Vola-Strukturkurve hier über den VIX-Future, wie gesagt, abgebildet. Und spannend ist einfach dieser Buckel, den ich zeigen wollte, hier für die Verfall am 20.10., wie gesagt, das ist der VIX-Future und auch der Verfall am 17.11., der jetzt noch 73 Tage dauert, da ist die Vola auch deutlich höher eingepreist, also die Term Structure und der Optionsmarkt für Volatilität preist hier quasi einen Anstieg ein, den man eben vor der Wahl sieht und deswegen glaube ich auch, dass Werte im VIX zwischen 30 und 40 in den nächsten Wochen durchaus passieren können. Da sollte man als Trader ein Stück weit aufpassen, kann gerade für Optionsleute auch spannend sein, wenn man eben sich traut, hier Short Gamma zu gehen, also Optionen zu verkaufen. Muss ja nicht immer naked sein, sondern kann ja auch mit anderen Positionen kombiniert sein, zum Beispiel mit einem Aktiendepot, wenn man da Call entsprechend Short gegenkauft. Dann ist man ja auch gehedged und das ist ja was, was klassisch in dieser Verfallswoche vor dem 18. September auch passiert. Schauen wir uns das nochmal kurz von der Volatilität rein auf historischer Basis in der Saisonalität an, weil das fand ich auch ganz spannend. Hier mal dargestellt den VIX, also diesen Volatilitätsindex, den wir uns gerade angeschaut haben, über die letzten 30 Tage. Da sieht man eben sehr schön, dass wir hier mitten in dieser Phase des Volatilitätsanstieges sind. Da hatte ich auf meinem YouTube-Kanal auch schon darauf hingewiesen, haben eben hier eine Phase, wo die Volatilität stark auch nach oben geht. Und spannend ist jetzt, wenn wir uns das mal unterscheiden nach verschiedenen
Präsidentschaftszyklen, also wenn wir zum Beispiel mal vor der Wahl uns das anschauen, dann ist es so, dass wir jetzt eigentlich von diesem roten Strich, wo wir gerade sind, eher in der Volatilität seitwärts bis runter gehen. Wenn wir uns das jetzt mal Midterm-Election anschauen, dann passiert in der Volatilität ein leichter Anstieg. Wenn wir uns Post-Election anschauen, nach der Wahl, dann geht die Volatilität auch historisch gesehen in diesen Jahren entsprechend seitwärts. Aber wir sind ja jetzt in einem Election-Year, also wenn wir uns das anschauen, was eben den Wahlzyklus angeht, dann sehen wir, dass hier in den letzten Wochen eigentlich diese historische Saisonalität eher seitwärts war, also nicht dieser Anstieg, den wir eingangs gesehen haben. Dafür aber, dass jetzt hier rein historisch gemessen die Volatilität über den WIX, also die implizite Vol, deutlich ansteigt, was natürlich ganz klar mit der Wahl zusammenhängt. Bedeutet also, wenn wir jetzt hier uns das ein bisschen genauer anschauen, nur für die Wahljahre ist es immer so gewesen, was ja auch rein ökonomisch Sinn macht, dass diese Unsicherheit, die eben hier eine Wahl mit sich bringt, auch dazu führt, dass im Optionsmarkt die Volatilität nach oben geht. Das ist eben gerade für Optionstrader sehr spannend, aber bis November sollte die Volatilität eben wegen dieser Unsicherheit hoch bleiben. Und ein Funny Fact noch am Ende für all diejenigen, die es geschafft haben, hier so lange zuzuhören. Warren Buffett ist ja für den Spruch bekannt, dass Derivate Massenvernichtungswaffen sind. Soweit so gut, das hat man vielleicht schon mal gelesen, aber spannend ist auch, wenn man sich die 13F-Filings von Berkshire Hathaway anschaut. Die großen Unternehmen und die großen Fondsgesellschaften sind ja in Amerika, aber auch in Deutschland verpflichtet, regelmäßig ihre Positionen auch zu reporten an die Öffentlichkeit. Da kann man eben sehr schön sehen, dass hier diese Berkshire Hathaway von Warren Buffett, die ja auch in den letzten 10 Jahren nicht den Markt outperformt hat, doch einiges an Optionen auch im Buch hat, dass man eben hier auch ein Put- und Call-Optionsspieler ist und dass man in diesen Märkten auch aktiv ist. Deswegen lohnt es sich auch mit den Optionsmärkten mal zu beschäftigen. Es lohnt sich, die Anomalien zu kennen, wie eben zum Beispiel auch die Strategie heiße Hexen, dass es vor dem Verfall mit steigenden Kursen eher weiter nach oben geht. Und darauf wollte ich in diesem Video mal hinweisen. Freue mich, wenn du den Daumen nach oben da lässt und wir uns vielleicht auch beim nächsten Video wieder hören und sehen.